Wir haben Leas Mutter Adria gerettet. Sie erzählte uns vom schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, welches das Böse für immer verbannen könnte. Ich muss ihn finden. Mörder, Folterer, Monster. Mit diesen Namen versahen die Horadrim Soltunkul. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Es scheint, als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Wie ist es zu eurer Gefangennahme gekommen? Ich wollte mich aus der Stadt schleichen. Sie haben mich erwischt, als ich zurückkehrte, um ein paar Sachen mitzunehmen, bevor ich in der Oase nach Soltunkuls Kopf suchen konnte. Soltunkul. Eine Legende. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass er so mächtig war, wie es die Geschichten sagen. Aber trotz all seinem Genie war er mit absoluter Sicherheit wahnsinnig. Er war von Unsterblichkeit und Macht besessen. Ein Verrückter. Es wäre klüger, ihn in der Wüste ruhen zu lassen, als ihn zu Hilfe zu rufen. Habt ihr eine bessere Idee? Die habe ich nicht. Ich möchte euch lediglich warnen. Soltunkul ist eine unbekannte Größe. Ihn einzubeziehen ist riskant. Ihr geht jeden Tag Risiken ein, Kreuzritter. Und verglichen mit Belial und Asmodan ist ein zerstückelter Zauberer nichts. Mir gefällt es nicht mehr als euch, mich mit Kull abzugeben. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn Adria sagt, dass wir es müssen, dann müssen wir auch. Onkel Deckard hat ihr vertraut. Und das werde ich auch. Ich glaube, da vorne erwartet uns Besuch. Hört mir zu! Ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachtet mich ständig. Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Oase. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Wie konnte all das passieren? Ich kann nur wenig ausrichten. Meine Berater und die kaiserliche Wache überwachen mich auf Schritt und Tritt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber Belials Einfluss ist stark. Aber jetzt habt ihr mir eine Chance gegeben. Vielleicht meine einzige Chance. Wie könntet ihr mir helfen? Ihr seid hier, um Belial zu töten, oder nicht? Ich kann dabei helfen. In ein paar Jahren vielleicht. Ich kann trotzdem auf meine Art kämpfen. Ich will mein Reich zurück. Ich kann Belials Identität herausfinden und ihn euch ausliefern. Ich weiß nicht, ob ich euch noch trauen kann, nachdem ihr eure Wachen auf uns angesetzt habt. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nicht meine Entscheidung war. Ich werde auf Schritt und Tritt kontrolliert und ich bin von Feinden umgeben. Aber ich schwöre, dass ich euch helfen werde. Ich werde es euch beweisen. Thank you.
Es ist so wunderschön. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren und sie sich zunutze machen. Er ist besessen von der Macht des Himmels und der Hölle. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur ins Verderben stürzen. Wir scheinen uns dem Kopf zu nähern. Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen. Und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf, um Kults versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe.
lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben, aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Nachdem ich vor all diesen Jahren die Zerstörung in Tristram überlebt hatte, habe ich Diablo und seiner Art Rache geschworen. Ich habe dafür alles geopfert. Das ist mein Weg. Und ich werde ihn bis zum bitteren Ende beschreiten. Lea schätzt euch sehr. Sie hat ein gutes Herz. Es gibt wahrlich schlechtere Eigenschaften. Güte hilft uns in diesen finsteren Zeiten nicht zu überleben. Der Herr der Lügen ist gerissen. Er trägt viele Masken, um sein wechselhaftes Wesen vor uns zu verbergen. Aber wir werden ihm gegenüber einen Vorteil haben. Den schwarzen Seelenstein. Er fürchtet seine Macht, denn Seelensteine haben schon seine Geschwister besiegt. Und auch er könnte gefangen werden. Habt ihr jemals gegen Belial gekämpft? Nie offen. Er war noch nie von der Art, die Armeen führt. Immer in den Schatten verborgen, wie sein Mentor Mephisto. Er schmiedet Ränke und Intrigen, die er so geschickt einsetzt, wie ihr eure Waffen. Selbst hier verstecken sie... Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Sagt, was ihr meint. Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Dieses Tor für euch öffnen. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kults Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren.
Belial gefunden? Noch nicht, aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht nahe sind. Ich werde ihn finden. Wie könnt ihr vor uns stehen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wüsterei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst ihn ja mir. Er hat eure Frage nicht wirklich beantwortet. Wie seltsam. Kampf liegt hier in der Luft. Es ist Belial. Solange er lebt, ist ganz Chaldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Und so wie wir uns. Und er denkt, er hatte recht. Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Ich vermisse es, mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen staubigen alten Wandteppich anstarrte. Sehen. Ein Hebel wäre betätigt. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Aha!